in Linz zu den Google Games 2012. Auf die Plätze! Herab den! Nach 5 Jahren Pause kommt die Leichtathletik zurück auf die Linzer Kugel. Mit dabei Topstars wie etwa 400-Meter-Olympiasieger Kierani James, Prothesenläufer Oscar Pistorius, Staffel-Olympiasieger Michael Frater oder geplantermaßen Justin Gatlin. Beim US-Amerikaner bleibt es aber bei einem müden Winken. Ich habe Probleme mit meinem Magen. Ich bin seit 48 Stunden hier und liege nur im Bett. Wir haben zwar alles versucht, aber ich fühle mich einfach zu schwach, so hat das keinen Sinn. Ich möchte aber die Fans hier nicht enttäuschen, deswegen bin ich gekommen. Und ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr gut machen kann. And just show my face to all the fans that I am here and hopefully come back next year for training as well as competition. Österreichs Olympia-Siebenkämpferin und Lokalmatadorin aus Wels, Ivona Dadic, genießt im Weitsprung die beeindruckende Kulisse von 8000 Fans, springt mit 6,26 Meter bis auf 4 cm an ihre Bestweite heran. Ja, ich habe am Anfang ein paar Anlaufprobleme gehabt. Die ersten 3 Sprünge waren nicht gut. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben eine lange Pause gehabt, weil eben die Vorstellung der Athleten war. Und habe die Sprünge gleich angefangen und dann hat es gleich geklappt. Im 4. Versuch bin ich dann 6,26 Meter gesprungen. 6,30 Meter habe ich Bestleistung. Ich bin 4 cm unter der Bestleistung geblieben. Vor dem Heimpublikum, es kann nicht besser laufen. Ich bin sehr zufrieden. Es war ein perfekter Wettkampf. Ganz schön viel Energie noch beim Reden. Wie müde sind Sie jetzt nach den Spielen, ja, diesen vielen Höhepunkten in dieser Saison? Ja, ich bin schon sehr müde, vor allem auch vom Kopf her. Ich habe jetzt dieses Jahr 3 große Ereignisse gehabt. Das war sehr anstrengend und ich bin jetzt dann endlich einmal froh, wenn ich Urlaub machen kann und einmal weg vom Stadion und ja, dann wieder einen gescheiten Aufbau machen und in 4 Jahren dann in Rio starten. Im Weitsprung der Männer fordert Ignacios Geisser einen weiteren Olympiateilnehmer. Den erst 19-jährigen Sergei Morgunov. Und der Russe siegt mit 7,96 Metern, 2 cm weiter als sein Konkurrent aus Ghana. Im Stabhochsprung der Frauen siegt die Weltmeisterin von 2011. Die Brasilianerin Fabiana Moura springt mit 4,65 Metern, so hoch wie keine Dame vor ihr auf der Kugel. Scheitert dann aber 3-mal an 4,75 Metern. Schon zuvor schafft die österreichische Staatsmeisterin Kira Grünberg 4,10 Meter, scheitert dann aber 3-mal bei 4,15 Meter. Diskuswerfer Gerhard Meyer kommt diesmal knapp nicht über die 60 Meter. Lukas Weiß-Heidinger dagegen schafft mit genau 58 Metern persönliche Bestweite. Die Höhepunkte bilden aber die Laufbewerbe. So gleich zum Auftakt die 400 Meter flach mit Olympiasieger Kierani James. Mit Oscar Pistorius, der sich bereits auf die Paralympics vorbereitet. Und mit dem Belgier Jonathan Borly. Kierani James auf Bahn 4, Borly auf Bahn 5 und Pistorius auf Bahn 6. Borly läuft ein starkes Rennen, führt das Feld auf die Zielgerade, doch die gehört dann Kierani James. Ja.
Er gewinnt in 44,46. Zweiter wird Berlin, 45,10. Paralympic-Starter Günther Matzinger läuft persönliche Bestzeit mit 48,08, Christian Smetana 49,05. Could you already enjoy the time after the Olympic Games personally? Kyranny James konnte seine Olympiamedaille noch gar nicht richtig feiern. Zu viele Meetings sind am Programm gestanden. Aber nach der Saison, wenn es Richtung Heimat geht, dann sollte sich das ausgehen. Wichtig ist es für den 19-Jährigen, seine Leistungen konstant auf diesem Top-Level zu halten. Will we see you again in Linz next year, next years? Und es gefällt ihm in Linz. James möchte nächstes Jahr wiederkommen. Pistorius ist glücklich, dass er in London das Semifinale erreicht hat, auch wenn er schneller laufen wollte. Aber es bleiben unglaubliche Eindrücke. Der Südafrikaner freut sich, dass er in Linz seine Saison in dieser Weise beenden konnte, mit seinen Freunden Kyranny James und Jonathan Purley. Auch weil er sich schon Richtung Paralympics vorbereitet. Und um meine Saison hier in Linz mit ihm und mit Jonathan Bollet, die beide gute Freunde von mir sind, und Calvin, it's been a good race for me. I would have liked to have gone a bit quicker tonight, but we started with our short training for the Paralympics. I ran a race yesterday, so I think I just need to get my head down the next 2 weeks and work hard on the speed work. You finished here your season in Linz, but what are your goals for London again when you come back? In London bei den Paralympics wird er die Sprintstrecken bestreiten. Daher gilt es, sich intensiv auf diese Kurzstrecken vorzubereiten. And I'm looking forward to that. I mean, it's going to be a very tough competition for me. The 100 is no longer my event, so it's going to be a challenge for me to keep my title there. But the 200 and the 400, I'm very comfortable on, and I'm very blessed to have had that opportunity to come out here tonight and just finish up in a great race like this. Er ist der charismatischste Star der Google Games, der zweifache Olympiasieger über die 400 Meter Hürden, Felix Sanchez. Der Mann aus der Dominikanischen Republik läuft auf Bahn 3. Er trifft auf den Siebenten von London, Leiford Green aus Jamaika, auf Bahn 4 und auf den Silbermedaillengewinner Michael Tinsley auf Bahn 6. Es ist eine Solo-Vorstellung von Sanchez, unverkennbar wegen seiner Brille. Er gewinnt in 48,13. Zweiter wird Green in 48,89, dritter Michael Tinsley in 49,49. Ich habe es vermisst, ich möchte die Leute ja unterhalten, nicht einfach nur laufen. Ich genieße es, mit den Fans zu interagieren. Es ist immer schön, wenn man mit ihnen interagieren kann, sie schreien und sich selbst genießen, wenn sie. They get their money's worth when they come to watch athletics. Did you enjoy the run with your fans? Oh, of course. Ja, es war super hier. Es ist ein sehr nettes Stadion mit einer tollen Bahn. Ich habe es wirklich genießen können. No wind. The track is nice. The atmosphere, the people is nice. It was a great race. You had big moments in London. You are two-time Olympic champion. So what are other goals for your career? What will you do in the future? Mein großes Ziel war es, immer zurückzukommen. Ich war jahrelang ganz oben und hatte dann viele Verletzungen und dadurch Formprobleme. Aber ich habe weiter trainiert, weiter gekämpft und ich habe es geschafft. Wenn ich nun aufhören sollte, dann kann ich es zufrieden. Kept trying, never giving up, and I was able to come back to the top. So now, when I retire, I can retire happy.
Die selten gelaufenen 1000 Meter sorgen für das internationale Highlight. Beson Seoray aus Kenia läuft in einem engen Rennen neue Jahresweltbestzeit mit 2 Minuten 16 Sekunden, 39. Andreas Wolter läuft 2:18:34 und verpasst den knapp 31 Jahre alten österreichischen Rekord von Robert Nemeth nur um 14 Hundertstel. Nikolaus Franzmeier kommt auf 2:20:16. Das Feld ist ein Wahnsinn, also gleicht im Prinzip einem kleinen Diamond League Rennen, also ein Meeting von der höchsten Kategorie. Aber das Allerschönste ist natürlich, wie du schon gesagt hast, wieder mal in Österreich vor seinem Publikum zu rennen. Also Leichtathletik sind wir ja nicht immer mit so vielen Zuschauern gesegnet. Heute hat es geklappt, dass sicher ein paar tausend Leute werden da schon da sein. Und das ist einfach super. Da gibt man natürlich, kann man natürlich das halbe oder 1% mehr noch rausholen. Franz Mayer verbessert neuerlich den U20-Rekord. Für mich war das so eine Ehre, mit solchen Weltklasse-Läufer zusammenzurennen. Da waren viele Vorbilder von mir, wo ich mir gedacht habe, die sind noch so viel stärker wie ich. Und jetzt renne ich einfach gegen einen, es hat mir wirklich so taugt. Und wie ich ins Stadion gekommen bin, haben alle meinen Namen geschrien. Es war wirklich so geil. Über die Königsstrecke, die 100 Meter, wird Staffel-Olympiasieger Michael Fretter von Landsmann Nickel Eschmied und dem US-Amerikaner Troy Kimmons gefordert. Der 22-jährige Eschmied setzt sich in 10,03 durch und weist damit vor allem seinen Kollegen Freiter in die Schranken, auch wenn es nach der Ziellinie kurzzeitig ein wenig zwickt. Für Trail Kimmons bleibt nur Rang 4. Der 15-jährige Dominik Hufnagel, der sich über die Vorläufe qualifiziert hat, muss kurz vor dem Start WO gehen. Es war nichts Schwerwiegendes, ich bin nur schon viel gelaufen, deswegen habe ich kurz meine Wade gespürt, aber ich freue mich über den Sieg bei diesem tollen Meeting. Could it be a problem for the next days, for the future, for the rest of the season? No, I'll be fine. Ja, das ist alles okay. Ich habe für die nächsten Sprints mit Sicherheit keine Probleme. How fast would be Jamaica? Wie schnell würde Jamaica sein, wenn Eschmied Staffel läuft? Das ist egal. Wir sind eine tolle, talentierte, motivierte Gruppe. Da ist egal, wer läuft. Wir werden immer ganz vorne sein. Was ist das Geheimnis eigentlich von Jamaica? Wir sind einfach hungrig, gut zu laufen. Wir haben sonst nicht viel, deswegen nutzen wir unsere Chance. Der abschließende Höhepunkt ist natürlich der 100-Meter-Hürdenlauf mit Beate Schott, die es auskostet, erstmals auf der Kugel laufen und sich präsentieren zu dürfen. Die Konkurrenz ist groß, angeführt von der Bronzemedaillengewinnerin Kelly Wells auf Band 4, dazu Jenny Crawford auf Band 3. Die Österreicherin läuft auf Band 6. Crawford siegt in starken 12,68. Beate Schrott kommt zwar nicht unter 13 Sekunden, 13,08, ist aber neuerlich eine Zeit auf gutem Niveau. Die weiteren Österreicherinnen, Viktoria Schreibeis läuft 13,78, Eva Wimberger 14,62. Das große Ziel, einmal auf der Kugel zu laufen beim Meeting, ist geglückt. Haben Sie es genießen können? Absolut, das war halt echt ein total schönes Erlebnis. Und für mich nach den Olympischen Spielen definitiv ein Highlight.
13:08, jetzt keine Zeit unter 13 Sekunden. Wie war der Lauf? Wie haben Sie sich gefühlt dabei? Ich habe mich beim Einlaufen sehr gut gefühlt, aber der Start ist heute nicht so geglückt und ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein bisschen Zeit liegen geblieben ist. Jetzt ist das schon, waren viele Höhepunkte in dieser Saison dabei. Spürt man schon, dass einfach schon jetzt eine Müdigkeit auch drinnen ist, auch wenn Sie sich jetzt immer von neuem zu motivieren versuchen? Ja, in Stockholm habe ich schon eine Müdigkeit gefühlt. Ich habe eigentlich heute das Gefühl gehabt, ich bin da wieder ein bisschen rausgekommen. Leider ist nicht ganz die Zeit geworden, die ich mir gewünscht hätte, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Jetzt gibt es noch viele andere Höhepunkte, es kommen viele große Veranstaltungen noch, Meetings noch. Wie schafft man es da jetzt noch immer weiter, was rauszuholen aus dem Körper? Nein, ich habe das Gefühl, dass heute schon noch ein paar gute Zeiten drinnen sind und ich würde einfach gerne nochmal mein Potenzial ausschöpfen und das motiviert mich noch. Wir machen ja dieses Meeting, damit die Österreicher wieder Gelegenheit haben, sich mit den Besten der Welt zu messen. Das ist ja der Sinn der Sache, dass wir dann dafür in ein paar Jahren wieder eine große Leichtathletik-Generation haben. Wieder mit diesen Olympiamedaillen, die wir 1996 und 2000 gehabt haben. Das kam aus der ersten Auflage des Google-Meetings 1988 und das ist das Ziel und das ist das Konzept dieser Sache. 2012 ist Geschichte, 2013, was ist Ziel, haben Sie gesagt, aber es ist das ist der nächste Schritt, den man erreichen möchte für nächstes Jahr. Wir wollten ja wieder zurück auf das Weltniveau der Leichtathletik. Das heißt, wir haben hier auch die internationalen Vertreter gehabt. Das war ein sehr, sehr guter Anfang. Bessere Besetzung, mehr Zuschauer, vielleicht irgendwann einmal noch mehr Olympiasieger und irgendwann einmal den großen Star in Linz haben. Alles Gute dafür. Dankeschön.